So, einmal rein. Bequem hinsetzen. Ich, alter Mann. Ganz von mir. Ja, das interessiert mich gerade noch nicht. So. Ich muss aber nochmal zur Flotte zurück. So. Muss sowieso noch auf Darko warten. Von daher alles in Ordnung hier. Ja, läuft alles. Ja, Kartellmünz will ich aber nicht. Okay. So. Erst mal hier, Lunzen. Was gibt es denn für Post? Was ist das denn? Kriegsvorräte, Invasionsstreit macht. Geh mal mit. Kriegsvorräte, Invasionsstreit. Name deiner Gilde zu spenden. Du hast nicht genügend Kriegsvorräte. Okay. Gut. Wow. Okay. Nein. Hier rein. Ich habe gute Zulieferer. Ich verkaufe auch nur die besten Waren. Nee, komm, weg damit. So, mit den Dingern bin ich fetscht. Nee, da komme ich immer noch, blick ich immer noch nie durch, was das soll. Die XP-Dinger könnte ich eigentlich alle wegmachen hier. Brauche ich nicht mehr. Hier runter. Genau. Das kommt alles hier hin. So, immer mehr Platz. So muss es sein. Das ist alles 70er. Ja. Seht euch ruhig um. Ich muss unbedingt keine Ahnung was machen. Hier gibt es sonst nichts für mich. Da auch nicht. Passt. Hier wollte ich aber noch was lunzen. Ne? Hallo. Ruhmhändler. Ich bin gerade noch auf der Flotte. Markt, potenzieller Kunde. Ich bin sogar noch drauf. Bleib mal schauen. Ja, ich muss gerade mein Inventar wieder leer machen. Das braucht man nicht. Vielen Dank für Ihren Besuch. Kriegsbeute. Schön euch zu sehen. Echt, ich hab so viel. Legendäre Glut, seltene Belohnung durch Sammeln und Missionen. Kann auf der Flotte für Tech-Fragmente gekauft werden. Erzählt euren Freunden von mir, ja? Huh.
bei Morwald mal heute, ne? War dort denn nicht dieser Sith-Imperator? Morwald? Balmor. Es ist mir die größte Freude, Ihnen bestmöglich zu dienen. Bei mir steht da Reise nach Balmor. Das war die letzte Quest, die wir auf Typhon angenommen hatten. Okay. Wieso steht denn bei dir da? Ich bin noch nicht da. Lädt gerade noch. Naja, aber Balmor. Keine Ahnung. Ich glaube, das waren Planeten auf der Sith-Seite, den wir mal gespielt haben. Nee, es steht da, ausgleichende Gerechtigkeit, weil Moor, du hast dich einem strengen, geheimen Stoßtrupp angeschlossen, der den Auftrag hat, den Imperator aus seiner getarnten Festung im Orbit von Drom und Kras zu entführen. Ah. Das war das Letzte, was wir gemacht hatten, glaube. Meisterin Satir Shan hat dich nach Balmor geschickt, um einen Mitstreiter des Sturmtrupps bei einer Geheimmission zu helfen. Benutze die Sternkarte deines Schiffs, um nach Balmor zu reisen. Ich muss erstmal zur Flotte reisen. Jo. Wo war denn mein hässlicher Druide? Das war ein Bett. Warum liegt der Droide im Bett? Nee, ich muss den suchen. Ich muss gucken, wo es nach unten ins Schiff geht. Ah, der will mit mir quatschen. Ich wusste es doch. Du wolltest mich sprechen. Ja. Sag die Wahrheit, T7. Ich muss wissen, was los ist. So, Wieso hast du deine Beziehung zu Schafu geheim gehalten? Nein, die Quest ignoriere ich alle gekonnt. Niemand ist perfekt, T7. Scheiß Druide. Hab ich die ganze Zeit angelogen. Nee, das Terminal klicke ich jetzt nicht an. Musst du sagen, wenn du soweit bist, dann fliegst du dahin. Das Einzige, was ich gerade mache. Du kannst fliegen. Ich brauche noch 2 Minuten. 800 Credits. Boah. Nee. Einfach nee. Ey, das ist doch die Erde. Ah, Meister Braga sagte mir schon, dass ihr kommt. Warren Sedoru, sehr erfreut. Ich bin dankbar für eure Hilfe. Ein bisschen mehr Land. Die Lage wird langsam verzweifelt. Die Republik hat sich einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, um das Imperium von Balmora zu vertreiben. Das hat die Mission unseres Teams weitaus schwieriger gemacht. Jede Welt, die wir dem Imperium abbringen, bringt uns dem Sieg einen Schritt näher. Wie wahr? Aber ich hatte gehofft, unseren Sieg mit minimaler Gewalt zu erreichen. Nicht so einfach in einem Kriegsgebiet. Balmora beherbergt die größten Waffenfabriken der ganzen Galaxis. Die Hälfte der Munition, die im letzten Krieg eingesetzt wurde, stammt von diesem Planeten. Das Imperium entwickelt hier schreckliche neue Kriegsinstrumente. Balmoras Kreationen haben schon zahllose Unschuldige getötet. All die furchtbare Macht. Sie dürfen sie nicht behalten. Ich bin der gleichen Ansicht. Aber wir müssen mit Bedacht vorgehen. Wir sind wegen etwas Bestimmtem hier. Gequatsche, geht los. Wir haben erfahren, dass das Imperium in einer Fabrik für fortschrittliche Waffen auf Balmora den Prototyp einer Tarnvorrichtung hat. Es ist die gleiche Technologie, die auch die Festung des Imperators verbirgt. Wenn wir den Tarnprototyp erlangen, können wir begreifen, wie er funktioniert und einen Weg entwickeln, um hindurchzusehen. Wenn seine versteckte Festung sichtbar wird, ist der Imperator verwundbar. Dank der Invasion ist es jetzt fast unmöglich, den Tarnprototyp zu finden. Wir brauchen erfahrene einheimische Führer, um durch dieses Chaos zu finden.
Auf Balmora gibt es einen gut organisierten zivilen Widerstand. Das Wissen seines Spionagenetzwerks über das Imperium wäre kostbar. Klingt, als würden wir den Widerstand brauchen, wenn wir diese Tarnvorrichtung finden wollen. Leider misstraut der Widerstand der Republik. Trotz meiner Verhandlungen bleiben sie unkooperativ. Das kann man ihnen auch nicht verübeln. Das Imperium hat uns schon zweimal von diesem Planeten vertrieben und der Widerstand war auf sich allein gestellt. Das republikanische Kommando hat eben einen Notruf abgefangen. Eine medizinische Einrichtung des Widerstands wird überrannt. Ich würde ja gehen, aber mir steht eine Panzerkolonne des Imperiums im Weg. Ich brauche euch, um die Einrichtung zu retten. Ich werde die Belagerung durchbrechen. Wo muss ich hin? Ich übertrage den Standort der medizinischen Einrichtung. Ich weiß nicht, was euch dort erwartet, aber ihr müsst tun, was ihr könnt, um die Widerstandskämpfer zu retten. Ich treffe euch dort so schnell ich kann. Möge die Macht mit euch sein. Ich habe das Gefühl, mein Charakter ist durch die Maske viel leiser geworden. Mit Verlaub, die Maske ist außerhalb jeder schlecht Aussehensskala. Die hat aber... Ich weiß, dass die super wert, aber... Ja, aber mein Charakter ist irgendwie auch gefühlt leiser mit der Maske. Ja, wenn sie es realistisch umgesetzt haben, ist das auch so. Übrigens, Balmora war ein Sith-Planet. Ich glaube, der vierte oder fünfte, den wir auf Sith-Seiten besucht haben. Oh, ah, vielleicht sehen wir ja unsere ersten Charaktere wieder. Dann, oder daher kennt man den halt. Das heißt wieder 10 Milliarden Quests. Toll. Kann auch sein, dass wir hier nur eine reine Hauptstory-Quest halt haben. Naja, wenn wir jetzt schon dahin müssen, um was zu befreien und zu retten und dann die Technologie klauen. Vergiss es, ich sehe schon Handelsbogen. Annehmen oder nicht annehmen? Ich bin noch nicht so weit, ich bin gerade am Fahrstuhl. Also Helm plus 2 denke ich mal nicht, dass wir die noch machen müssen. Nee, das ist ein lila Handelsbogen. Warte mal. Wo bin ich denn? Ich bin wieder auf so einer Zwischenraumstation. Schön. Ja, genau, da stehe ich auch rum. Ja. Widerstand ausfindig machen. Handbuch. Das meine ich annehmen oder nicht? Tut mir leid, dass ich euch aufhalte, Jedi. Aber das ist ein Notfall. Wir versuchen, eine imperiale Besetzung auf Balmora aufzulösen. Aber die Republik hat weder Boden noch Ressourcen und im Moment keine Chance. Die Republik besteht zum Großteil aus Welten, die keine Chance haben. Die Geschichte wiederholt sich in letzter Zeit nicht gerade. Das Risiko hier ist zu groß. Balmoranische Fabriken produzieren die mächtigsten Waffen in der Galaxis. Wem sie gehören, der gewinnt jeden Krieg. Die Republik muss Balmora wieder einnehmen. Aber wir brauchen Verstärkung. Ist ganz Balmora ein Kriegsgebiet? Es ist uns gelungen, einen Vorposten an einem Ort namens Käferstadt zu errichten, den das Imperium übersehen hat. Commander Mardeen hat angeordnet, dass die Verstärkung sich bei ihm im republikanischen Hauptquartier meldet. Kann er mit euch rechnen? Käferstadt. Ich glaube, das Imperium hat die balmoranische Gastfreundschaft überbeansprucht. Wenn man den Geschichten glaubt, die ich gehört habe, sieht das balmoranische Volk es genauso. Ich werde den Commander informieren. Ihr solltet besser an Bord gehen. Viel Glück. Was gibt's denn für Belohnung? Okay. Es ist eine Hauptquest darum. Ja, ich mach die einfach gut. Mir bringt's halt auch gar nichts mehr außer Geld. Das Slowbob-Zeug dort. Das kennst du aber hier. Das kenn ich. Ja. Hier habe ich mich so tollpatschig angestellt. Hier gibt's auch, glaub, irgendwo. Hier hinten müsste der Weltenboss sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch ein Datacron. Da unten ist schon eine normale Quest. Nö. Okay. Bringt mir ja nichts mehr. Eine Story. Nee, Story wäre ja dann wirklich nur die Hauptquest.
Ja, das sind ja auch alles winzige Mini-Geschichten, wenn man es genau nimmt. Gefährtenanpassungshändler. Modifikation 34. Ah. Habla, hab. Oh, Spezialgüter? Oh. In Balos Enolek. Akreatif Temple. Hätte ich mir sparen können. Ich bin's hübsch, wie sie sich hier eingerichtet haben. Man könnte fast vergessen, dass das mal ein Kulikoiden-Nest war. Zu dem brauche ich auch nicht mehr. Gibt's auch nichts mehr für mich. Ich hatte da was Neues. Wo? Hä? Da hinten. Lieutenant Hollis hat mir berichtet, dass er die beste Unterstützung in der ganzen Galaxis gefunden hat. Einen Jedi hatte ich aber nicht erwartet. Ich bin Commander Mardin. Wir wissen beide, warum ihr hier seid. Also fange ich gleich mit den Details an. Das Imperium hat die Kontrolle über Balmoras Satellitenverteidigungssystem übernommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie die Käferstadt finden und uns aus diesem Sumpf schießen. Wenn die Käferstadt in Gefahr ist, sollte sie evakuiert werden. Dann hätten wir gar kein Gebiet mehr auf Balmora. Das würde unsere Probleme nicht lösen. Das Imperium hat uns in der Zange. Solange glaub, sie das Satellitensystem kontrollieren sie auch Balmora. Wenn wir aber das Satellitensystem übernehmen, könnten wir es gegen das Imperium einsetzen und das Blatt wenden. Das Satellitensystem muss irgendeine Schwachstelle haben. Wir wissen nur, dass es gut geschützt ist. Meine Scouts und SID-Agenten kommen nicht mal in die Nähe. Mein bester Agent konnte ein paar Informationen besorgen, aber er ist nie zurückgekehrt. Sein Schiff wurde abgeschossen. Jemand muss auf imperiales Gebiet vordringen, das abgestürzte Schiff von Agent Jago finden und die Informationen sichern. Vielleicht hat das Imperium sie schon gefunden. Wenn das Imperium Agent Jagos Verschlüsselung geknackt hätte, wäre das längst bekannt geworden. Glaubt mir. Nehmt diesen Decoder, um die Informationen zu verifizieren. Kontaktiert mich dann von der Kommstation bei der Fährenrampe. Wenn euer Agent noch lebt, finde ich ihn. Ich habe das Satellitensystem im Einsatz gesehen. Da kommt nichts durch. Ich erwarte euren Komm-Kontakt. Viel Glück da oben. Ja. Ja. Na dann. Was haben wir denn hier? Crewfähigkeiten, Sozialobjekte. Hier findet ihr alles. Hochwertige Ausrüstung nach Militärstandards. Alle Zeug, was ich nicht brauche. Ich hab. Dieses bei Marvel kontrolliert von Jedi. Verschwindet das irgendwann auch mal wieder? Das nervt. Was für ein Ding? Diese Anzeige, Die ist schon lange weg bei mir. Bei mir nicht, bei mir ist sie immer noch da. Das kann nerven auf Dauer. was mach ich denn jetzt? Wo fahr ich? Hä, wieso wird mir dort was angezeigt, aber da ist nichts? Was ist das für eine Logik auf der Map? Nee, da habe ich jetzt keine Lust zu. Boah, mir geht das Lied nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe die ganze Zeit, also fast eine Stunde lang, gerade Miracle Sounds gehört, Valhalla Calling Me. Das geht mir einfach. Ich höre da. Ja, ich höre es auch gerade. Das geht mir jetzt einfach nicht mehr aus dem Kopf. War irgendwie klar? Du brauchst einen Schlüssel, um das Teil zu öffnen. Nö. Plus viel Beherrschung.
Hä? Wie hast du das aufgemacht? Mit Magie. Red jetzt. Ich hab's nicht aufgemacht. Oh, ein Schlüssel. Wasch. Ich hoffe, du wirst hier abgeschossen und stirbst qualhaften Tod. So. Wahrscheinlich sterbe ich genau vor der Kiste, die mir den Schlüssel droppt. Hatten wir aber nicht das Problem, auch auf Sith-Seiten, dass wir da ewig gebraucht haben für den Schlüssel? Okay, ich fahr da hinten hoch. Na, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich hatte das gar nicht auf Sith-Seiten. Auf Sith-Seiten habe ich mich überhaupt nicht um diese Datacrons gekümmert. Oh, hier ist es ja schon. Du hast ein Anhängsel. Ja, das kriegst du mit. Erstmal kämpfen. Hallo? Wo ist denn hier noch was? Oh, hier ist wieder eins unter die Erde geglitscht. Ernsthaft? Finde ich schön, dass du das hast. So, jetzt. Alter, das ist assi. Da kommst du halt nirgendwo rein. Ja, da musst du einfach weglaufen. Irgendwann folgt Kira ja ein. Oh, Kulikuin. So eine Idee. Der war ein Quatsch, ne? Der Jedi hat uns Zeit verschafft. Bringt unsere Verwundeten in den sicheren Bereich. Los! Ich bin der leitende Arzt hier. Nennt mich einfach Doc. Ihr und eure hübsche Freundin habt gute Arbeit geleistet, aber wir können nicht weg. Ein ganzes Kolikoiden-Nest versammelt sich zum Angriff. Geht in Deckung. Das dürfte hässlich werden. Hässlich ist es hier schon lange. Es kann nur noch hässlicher werden. Ich habe hier Dutzende Verwundete. Hoffentlich seid ihr nicht einer dieser Nachwuchs-Jedi. Müssen wir ihn auch retten? Ich begebe mich in den sicheren Bereich und stabilisiere die Verwundeten. Da kommen sie! Und dein Kira, den muss man nicht retten. Okay, das sind so eine Low-Bob-Viecher. Kira. Schaden. Renn mal mit deinem neuen Lichtschwert hier durch. Die Kolikoiden fressen uns bei lebendigem Leibe, wenn die Tunnel offen bleiben. Ihr könnt sie doch mit einem eurer Jedi-Tricks einstürzen lassen, oder? Alter, was? Kira, was ist los mit dir? Stark oder nicht stark? Oh, die hat auch ein 2000er Damage-Schwert. Aber? Die rasiert besser als ich. Kira, greif an. Ich mach die Dinger kaputt. Ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Alter, das Mädel! Das war's dann jetzt! Hey, da sind noch einen aufgetaucht, was soll das? Ja.
Die werde ich eine ganze Weile auf Schaden jetzt lassen, ey. Das ist ja Baba-mäßig. Wie behaltet mal eure Spucke für euch? Ihr Ekel. Die haben mich angespuckt? Ja. Okay, ist mir nicht passiert. Darf nur wieder einen ganzen Weg zurücklaufen. Ja, viel Spaß. Man kann sich auch teleportieren. Na, was sagt's denn? Wir leben noch. Na, ich gehe ja nur raus aus diesem Dingsbus. Ich weiß ja nicht, ist ja Spekulation, wo man hin muss. Ihr seid der einzige Arzt. Also ich... Süße, okay, ich erledige die Arbeit von 10 Ärzten. Ich mag den Typ und das nicht. An einem schlechten Tag. Ich weiß zwar nicht, welches Genie diese Einrichtung auf einer Polykoidenbrutstätte gebaut hat, das ist kein Flirt, aber wir müssen schnell evakuieren. Das Problem ist nur, dass ich die schwersten Fälle nicht bewegen kann. Und das Imperium hat meine Traumakits gestohlen. Ich lasse nicht zu, dass das Imperium das Leben eurer Leute gefährdet. Wie kann ich euch beschaffen, was ihr braucht? Unsere Späher haben berichtet, dass die Imperialen meine Traumakits zu ihren Fronttruppen in den Ebenen hier in der Nähe geschickt haben. Die Lager werden bewacht sein, aber ihr lasst euch bestimmt was einfallen. Beeilt euch, diese Leute haben nicht mehr viel Zeit. Wenn ich nicht wüsste, dass ich streame, würde ich die Dialoge alle überspringen. So langweilig? Ne, die sind manchmal, die gehen so lange, das ist komisch. Oh, was haben wir hier? Vibromesser, nee. Du bist schlechter. Bist die ganzen Erinnerungen an diesen Planeten sind so cool. Blasterpistole, die wird mal aufgehoben. Wer kämpft mit einer Pistole? Ich glaube, dieser komische... Wenn ihr es so wollt. Wir kämpfen mit dem Gewehr, aber musst du ausprobieren. Hier C2 war das doch. Ach so. Glaube. Ja, der Kuchen. Müsste mit einer... Pistole kämpfen. Jo. Oder der mit dem Sprachfehler. Aber ich glaube, der... Ne, der kriegt... Ach, okay. Der C2, der kriegt jetzt erstmal eine 2000er. Damit der Oma zu was zu gebrauchen ist. Ich bin zurück. So, wer hat mir jetzt die Lootkiste beschafft? Einer von denen, okay. Ihr Seelenfrieden ist meine höchste Priorität. Sie können versichert sein, dass ich diese Aufgabe perfekt ausführen werde. Oh, ich muss aufhören. Mit dem Lied. So, wir müssen... Ja, ich tippe mich erst mal woanders hin. Ja. Schnellreise. Dahin. Ich laufe nicht den ganzen Weg zurück. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Route zur Verfügung. Naja. Der Kleider könnte auch schöner gestaltet sein. Die sind auf imperialer Seite alle so riesig gestaltet. Vielleicht deren Baustil. Frag mich her, dass so ein Teil überhaupt fliegen kann, aber das ist eine andere Sache. Miroksch Unge. Lass ein Follow da. Jetzt. Da hinten ist was aus der Asche. Nee, wir gehen erst einmal auf die andere Seite. Das Zeug erledigen.
So. Was ist hier runter? Jo. Stell die Dingsbums sicher. Okay. Die ganzen Nebenquests hast du hier gelassen wahrscheinlich. Ja. Die mache ich jetzt auch nicht. So, ich habe schon alle. Zwei Kisten geöffnet, habe alle sechs. Das Luck ist auf meiner Seite. Und jetzt auf den Fahrstuhl warten. Ja, Kira ist mit drauf. Wo ist denn... mich nicht mehr? Da ist er noch. Doch, Hulk. Du wirst da unten sterben. Ist nur was für Einhandwaffen-Jedis. Oh fuck, ich wäre beinahe sogar gestorben. Bist du etwa runtergefallen? Ach, das schaffe ich doch locker. Also, nee, ich außerdem, Ike. Die sind noch nicht mal nachgespawnt. Erste Kiste öffnen. Es sind nur zwei Gegner im Grunde, wenn man es so nimmt. Zweite Kiste öffnen. So, Finderagent Schniedeldidupp. Da ist er. Aber die Kiste hier hast du nicht mehr geöffnet. Cool. Oder nicht gesehen. Was ist dabei? Wieder ein Rucksack? Melde! Kann mich jemand hören? Kann das Zeug eh niemand hören. Ist blockiert. Der verdammte Satellit, mich abzuschießen, war nicht genug. Das Imperium ist bereits auf der Oberfläche. Sie werden das Schiff durchsuchen und die Daten finden. Ich schieße die Daten mit dem Müll nach draußen. Das sollte die Imperialen beschäftigt halten. Die Daten sind weg. Ich stürze ab. Ja, na dann. Lass mal die Kackdaten suchen. Findelines Hakenkuss. Okay. Information. Eins. Ist ja easy, überall was blinkt. Er hat gesagt, dass das alles schwer sein muss. Zwei. Die Hauptquests waren immer einfach. Drei. Benutze das Holo-Terminal. Na dann, werden wir das mal machen. Nein, nein. Ich habe die Informationen gesichert. Der Agent hat nicht überlebt. Das sind auch so die besten Neuigkeiten, die ich seit langem höre. Das sind genug Daten, um ein weiteres Satellitensystem zu bauen. Und bald wird alles in balmoranischer Hand sein. Anscheinend wird das System von den Technikern der Adleraugen betrieben. Die Adleraugen sind die besten Techniker auf Balmora. Wenn wir das Satellitensystem kontrollieren wollen, brauchen wir sie. Werden sie uns überhaupt helfen wollen? Ich bezweifle stark, dass die Besatzung sie dem Imperium näher gebracht hat. Die meisten Adleraugen sind beim Satellitenkontrollturm stationiert. Aber einen von ihnen können wir vielleicht erreichen. Ian Sarkis.
Ich erinnere mich an ihn. Er ist jung, aber brillant. Wenn auch manchmal ein Sprücheklopfer. Ein Jedi lernt, den Geist von allen Ablenkungen freizuhalten. Ich mache mir eher Sorgen, ob er auch das Imperium ablenkt. Sarkis arbeitet in einer gut geschützten Satellitenstation, mit der die Einheimischen ausspioniert werden. Es gibt eine Waffenkammer vor Ort und sehr viele imperiale Truppen. Er untersteht einem der besten Männer des Imperiums, Admiral Rizer. Kein Wunder, dass sie die Kontrolle übernommen haben. Hört sich an, als hättet ihr schon Erfahrungen mit ihm gemacht. Der Kampf gegen den Admiral ist, als ob man gegen eine Durastal-Mauer rennt. Ich bin nicht für das Abschlachten von Feinden. Aber wenn Admiral Rizer etwas herausfindet, fliegt dieser ganze Plan hier auf. Tut, was ihr müsst, um Sarkis zurück zur Fährenrampe zu bringen. Er wird uns dann sagen, wie es weitergeht. Klingt ziemlich einfach. Hoffentlich. Wir werden keine zweite Chance bekommen. Ich erwarte euch. Oh, du musst dich für einen Gegenstand entscheiden. Ach, das ist hier. Das ist ja hier, das ist ja hier. Spring einfach runter, du stirbst nicht. Kann ich so überzeugen, ich hab's ausprobiert. Du hast es nicht ausprobiert, du bist unabsichtlich runtergefahren. Ich bin mutig runtergekullert. Nee, du hast dich sogar noch erschreckt dabei. Ich könnte den Clip davon erstellen. Ja, Pech, leider kann ich nicht genauso mutig hochspringen. Warum nicht? Du bist ein Jedi, also musst du eigentlich können. Ja, mach mal vor. Ja, warte. So. Halt, Scheiße. Was willst du denn jetzt schon wieder von mir? Ich bin immer noch nicht fertig hier. Ian Sarkis? Richtet das Ding woanders hin. Dann werde ich antworten. Ich schätze, er braucht mich oder das Satellitensystem wirklich dringend. Ihr müsst mir die Kontrolle über das Satellitensystem. Boah, dieser Helm. Das nenne ich einen fairen Tausch gegen eine Rettung. Das Imperium hat mich nicht bezahlt, seit es übernommen hat. Aber wenn Admiral Rizer herausfindet, dass er diesen Posten angegriffen hat, um mich rauszuholen, wird er wissen, dass die Republik etwas vorhat. Wir müssen erst ein paar Halts machen, damit ich unsere Spuren verwische. Wenn ihr mir versprechen könnt, dass das etwas bringt. Sie werden einen Blaster nicht mehr von einem Banter unterscheiden können, wenn ich fertig bin. Bringt mich einfach hin, wo ich hin muss. Ich kümmere mich um den Rest. So, ich ziehe mir jetzt den Scheißhelm aus. Beziehungsweise bei jedem Dialog ziehe ich den aus. Das ist ja nicht mehr normal. So ekelhaft leise, wie der ist. Das ist nicht mehr normal. Ach komm, was willst du? Okay. Yo, ich kämpf ab heute nicht mehr. Das überlasse ich definitiv Kira. Die hat drei ausgeschaltet, wo ich einen ausgeschaltet habe. Merkst du halt, ich hab's gebissen. Die Schülerin übertrifft den Meister schon längst. Ja, aber was hast du gemacht, dass diese stark ist? Gar nichts. Ich hab ihr nur neues Lichtschwert gegeben. Und halt die Ausrüstung. Warum hast du ihr altes nicht einfach aufgewertet? Weil das keine 2000 Damage gemacht hätte. Das ist eins, was die gefunden haben bei diesen. Diese Transmitter haben bisher die Haupttiere Balmoras ferngehalten. Jetzt locken sie an.
Da, wo ich auch meins her hab. Ändert ja nichts daran, dass du wieder runtergestuft bist. Keine Ahnung, 36, 37. okay, das haben wir. Nein, du siehst. Nein. Arsch. Nein, warte. Nö. Ich will nicht mehr. So. Stopp. Bist du Kanone? Stopp. So, Druide, du kommst gerade hier an. Stopp. So. Noch einer? Die gucken mich so kacke an. Stopp. So. Noch einer. Ne? Okay. Wo muss ich jetzt hin? Dahin. Wir hören uns erst das da unten. Was gab's denn hier jetzt so von dem Enduli? Ja, wir haben irgendein Grünzeug. Kann ich nicht anklicken? Da drinnen. Hier. Alter. Ich habe die Droiden umprogrammiert, damit sie auf Imperiale feuern. Etwas problematischer. Hä? Verschwundener Techniker. Okay. Ich habe jetzt nicht gesehen, welcher, was mein Charakter analysiert hat. In der Zeit waren alle down. So kann es weitergehen. Rechtsklick unten auf der ihr Bild. Ich sterbe, aber mal versuchen. Fordere die Abholung an. Wo denn? Oh, ich muss. Och komm, von da hinten komme ich gerade. Da ist meine Maus. Drinne? Nee, natürlich da hinten am Arsch der Welt. Nicht mal Tschüss oder Danke gesagt, der Arsch. Was soll denn das? Das ist ein Pimmelklatscher.
habe mir schon Sorgen gemacht. Wir verzeichnen da oben sehr viele imperiale Bewegungen. Sarkis hat ein paar Sachen sabotiert, um sie zu beschäftigen. Ihren Sarkis, Sir. Ich habe den Imperialen ein paar Geschenke für ihre Gastfreundschaft dagelassen. Das ist unser Mann. Könnt ihr uns Kontrolle über das balmoranische Satellitensystem verschaffen? Nicht wirklich, aber ich kann es abschalten. So viel steht fest. Das ist eine gefährliche Aufgabe für einen Techniker. Wer sich an einem Adleraugensystem vorbei hackt, verdient einen Orden. Ich kann euch einen unautorisierten Befehl verschaffen. Dann wird das System verschlüsselt und die Adleraugen werden Wochen brauchen, um das rückgängig zu machen. Das muss reichen. Was müssen wir tun? Der Hack muss im Hauptcomputer des Satellitenkontrollturms vorgenommen werden. Also genau da, wo Admiral Rizet und seine Leute stationiert sind. Hat der Admiral noch mehr Verteidigungsmaßnahmen? Nur seine Erfolgsquote. Selbst wenn er besiegt ist, gelingt es ihm immer, noch einen letzten Schlag auszuführen. Wenn der Kampf vorbei ist, müsst ihr diese Disk in die Hauptsteuerkonsole einschieben. Dann wird der Hack hochgeladen. Ich muss an einen Computer. Danke nochmal für die Rettung. Admiral Rizet und seine Leute auszuschalten ist eine schwierige Aufgabe. Seid ihr wirklich bereit dafür? Der Admiral wird uns das Satellitensystem aushändigen oder bei der Verteidigung sterben. Der Admiral wird uns ganz sicher nichts aushändigen. Sarkis und ich werden auf euer Signal warten. Wir werden bereit sein. Okay. Was ist das denn? MK5 Fremdlingsrelikt der Fokusvergeltung. Das Heilen deiner Verbündeten oder ein Angriff der Schadenswirkung auf einen Feind haben eine Chance von 30% deiner Beherrschungs... Dein Beherrschungswert 6 Sekunden. Ach. Kann ich das... Oh. Hä, wenn ich das anklicke, packe ich das wieder ein... Ah, hier. Ah. Oh. Das... 78er müsste, genau, so. Schön. Ich muss da runter. Verkackhelm nervt. Hast du den nicht abgesetzt? Nee. Ich will den aber ehrlich gesagt. Kann man das nicht irgendwie bei den Dialogen so einstellen, dass der verschwindet? Müsstest du mal bei den Audio-Einstellungen schauen. Ich habe einen Weg gefunden, ihre Anweisungen sogar noch zu übertreffen. Ich hoffe, sie. Niederlagen im Chat anzeigen. Okay. Sozial. Benutzeroberfläche. Untertitel bei Gesprächen anzeigen, Dialoge aus, Dialogausrichtungsgewinn bei Mouseover anzeigen, Dialogausrichtungsgewinn anzeigen. Nein. Klingt irgendwie alles nicht richtig. Gilde Verstärker. Ich finde irgendwie nichts dazu. Ja, vielleicht. War auch nur eine Idee, vielleicht gibt's da auch echt nichts. Die Karte blinkt rot bei Angriff, ja. Detaillierte Gegenstandsinfos. Operationsfenster, Abklingzeit, Missionsbelohnungsfenster, Kartellmark, Charakteranpassung, Bestätigung bei Erscheinungsbild.
Das ist doch irgendwie... Okay. Irgendwie im Charaktermenü sein, dass man das ausblenden kann. Hey, was habe ich jetzt gemacht? Huch! Glück weiß ich das nicht. Ich habe gerade irgendwas gemacht, ich weiß nicht mal was. Michael B. Paladin vom Haus Organa. Ja. Held von Typhon. Unüberwindlich. Das hört sich gut an. Erscheinungsbild anpassen. Oh! Den kann man auch verändern. Okay, das sieht jetzt nice aus. Das gefällt mir gerade. Ich kann das nicht. Ha! Kopfslot ausblenden. Ha! Sehr schön. Gut, wo muss ich denn jetzt hin? Irgendwo nach da hinten, das ist Satellitenkontrolltür. Na dann. So schön das Lied auch sein mag, ich darf das hier nicht länger als 3 Sekunden singen. Flachland. Besiege 25 Truppen. Ja, Kira, die Aufgabe. Die Aufgabe machst du. Einfach reingehen. Da sind so viele Notraum noch drin. Das ist schon mal. Wie weit bist du denn bitte schön, wenn du das hier schon hast? Nicht, ich guck hier jetzt rum. Also danach dann. Bin ich jetzt. Ich war gerade draußen, dann bin ich zurückgefahren, hab das Dings da. Verkauft beim Inventar explodiert ist, habe ich dir zugehört, wie du die ganzen Einstellungen da tätest. Da sind drin dauert 8 Minuten oder so. So, Kira, ich hab dir geholfen. Heute Abend wieder flotten im Raumschiff. Ja.
Ich bin am Typ C angekommen, ich habe gerade mal 19 von 25 umgeklatscht. Ja, der Typ C wird ja auch nochmal böse sein. Ja, da steht aber mit dem nur zwei Leute drin. Okay, eine 6. Dann weiß ich nicht. Das ist mir scheißegal, ist eh bloß ein Bonus. Ich hab hier drin, ich hab hier, das ist eh bloß eine Bonusaufgabe. Ich hab hier drin alle umgeballert. Also hier ist nichts mit, ich kann die 25 drinne voll machen. War der Manuel hat das getan, ich hab draußen eigentlich nicht wirklich viele gekillt. Sondern nur die, genug, die wirklich ich hab draußen waren. 6 Stück, 6, 7 Stück, es waren 4, 5, 6, 7 Stück umgeballert. Hätte einen besseren Einsatz für euch finden sollen. Definitiv drin mehr oder ich hab die gar nicht erfüllt. Drinne stehen nur 12 rum, welch mit denen hier sind 15. Reicht nicht. Ihr ja, habt die Republik einmal von Balmoros vertrieben. Nochmal, wird euch das nicht... Hört sich wieder normal an. Ihr wisst mein gnädiges Angebot wohl nicht zu schätzen. Sagt es echt am Helm. Das Imperium hat Balmora in der Hand. Die größten Waffen der Galaxis gehören nun ihrer größten Macht. Wenn die Republik darauf besteht, gegen diese Übermacht anzukämpfen, wird Balmora leiden. Ihr werdet für eure Taten bezahlt. Mit Zeit, die ich auf einen Narren verschwende, wie mir scheint. Okay, das war zu viel Oma. Ach, Kira, du hast das. Was ist das denn? ...2000er Blastergewehr, okay. Die sind schlechter als meine. Kira, was hast denn du da an? Du hast eine Hose. 1, 6, 4, 8, 1, 6... Okay, deins ist besser, Kira. Ein Satellitenverteidigungssystem mit freundlichen Grüßen von mir. Wie ist das für einen Anfänger, Adleraugen? Jungs! Sag mir, dass die anderen Adleraugen mich nur ignorieren. Hier bin nur ich und ein Haufen toter Imperialer. Seltsam. Die Adleraugen verlassen ihre Posten nicht, außer um so netten Leuten wie euch zu helfen. Offenbar hat der Hack perfekt funktioniert. Ich kann noch einen Befehl eingeben, bevor das System sich verriegelt. Sagt mir einfach, was ich... Nein, das darf nicht sein. Die Adleraugen werden exekutiert. Auf Befehl von Admiral Risea. Bleibt ruhig. Wo sollte der Admiral das tun? Ich kann das Satellitensystem einsetzen, um ihre Position ausfindig zu machen. Diese Befehle sind keine Stunde alt. Wenn ihr euch sputet... Sag es. Der Angriff hat bereits begonnen. Da ist eine imperiale Kommandoanlage. Kann sie nicht lokalisieren. Zerstören unsere Verteidigung. Setz das Satellitensystem ein. Befehl finden. Sendekonsole herunterfahren. Madin, Ende. Ich bin wirklich zerrissen, weil ein Haufen Zeug zerstört wird. Aber es geht hier um Leben und Tod. Wir haben nur einen Befehl. Wir müssen ihn einsetzen, um die Adleraugen zu finden. Tut es. Ich lasse keinen Unschuldigen sterben. Die Adleraugen werden in der Okara-Druidenfabrik festgehalten. Wir haben Glück. Das ist nicht weit weg. Ich habe ihre größten Verteidigungsanlagen mit Turbolasern ausgeschaltet. Aber da drin gibt es noch jede Menge Imperiale. Wenn die Adleraugen noch leben, werde ich sie retten. Ich kann euch nicht genug danken. Jetzt schnell. Ja. Just kill. Oh, okay.
ich den jetzt gerufen? Ja, da ist er. Sehr schön. Ich muss dort hin. Vielleicht so mit extrem Fahrstühlen das nervt. Können die da nicht einfach einen Lift hinstellen? Nö. Ich habe immer das Pech, dass der gerade hochfährt, wenn ich da bin. Das Spiel ist bestimmt so auf jeden Charakter einprogrammiert. Das ist bei mir genauso. Ich muss da runter. Gab es da hinten was zum... Da hinten gibt es auch noch was zum Aufdecken. Na, so ein Mist. Ich folg dir einfach mal. Ja, ich muss auch in die Richtung. Ach, ist das schön, wenn man nicht selber kämpfen muss. Das meine ich. Der ist wieder ganz und. Ach, Dago. Hat dir jetzt was gebracht? Ich meditiere. Tschüss, Dago. Ich meditiere mal. War das nicht ein Story-Bereich? Was machst du hier eigentlich bei mir drin? Ich muss hier eine lila eine Quest machen. Ja, das meine ich ja, aber das war doch so ein grün abgesperrter Story-Bereich, der für jeden halt individuell... War er tatsächlich nicht. Ach so? Ja, Kira, ich krieg's mit. Was kriegst du mit? Die hat gerade gesagt, ich spreche gerade euren Rekordboss. Ich kriege es mit. Oh, Datacron. Was? Okay. Ich muss hier hoch. Oh, die Kämpfe immer. Super, Kira. Wie komme ich da hoch? Hier komme ich nicht rein. Das heißt, von irgendeiner anderen Seite. Gibt's wieder irgendwo einen versteckten Pfad? Stuhl. Da ist die Wand komplett dicht. Da komme ich nicht hoch. Aber da. Da. Also muss ich irgendwie da rein. Da hoch.
ich da hoch? Von hier auf jeden Fall nicht. Wir gucken auf der anderen Seite. Nee, da ist nur der Fahrstuhl. Ich könnte allerdings von der Seite. Okay, guck mal. Das war's dann jetzt. Hier ist ein grüner Story-Bereich hier unten gerade. Ach, Kira, du machst das. Okay, hier komme ich auch nicht hoch. Also es muss da drüben tatsächlich sein. Komm, wir befreien das so schnell wie hier. Alter! Hallo, warum? Okay, der will nicht befreit werden. Seltsamer Dude. Okay, da muss ich da drüben irgendwo anfangen mit hochspringen. Aber wo? Nicht so einfach. Und natürlich respawnen die Gegner alle binnen Sekunden. Wenn ich hier oben bin, da ist ja nirgendwo ein Zugang. Hier ist ja... Ach, da oben. Okay. Okay. Gibt es hier irgendwas, was man auslösen könnte? Oder irgend so ein Magnetteil? Nee, warte mal, da oben ist ja auch zu. Hä? Wie soll... Kira, kümmere dich mal. Durchgang ist von dort. Aber hier kommt man nirgendwo hoch. Da ist Sperrgebiet. Muss ich mir mal merken. Das müssen wir uns mal merken. Muss ich dann mal nach, wenn ich Päuschen mache, nachgucken. Kira, warte, ich heil uns. Zumindest dich. Was? Ja, die heilt schneller, wenn ich hier meditiere.
Achso. Ja, du eigentlich auch. Ja, ich war ja voll. Achso. Da ich ja sowieso kein Päuschen mache. Was ich jetzt machen werde, da kann ich dann auch in der Pause mal ganz kurz gucken, wie das hier vor sich geht. Sag mal, Ike? Sag mal, Ike! Spring! Sag mal, der will hier nicht springen, der Dulli. Jetzt. Oh. Höher geht's nicht. Nö. Komm, mal von hier gucken. Jetzt auch nicht höher. Ah, warte mal. So. 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 Kann ich das? Außer Reichweite. Okay, da muss man von oben runterfallen, alles klar. Dann mache ich jetzt hier ein kurzes Päuschen. Bin gleich wieder da und in der Pause gucke ich mal, wie man das da am besten regelt.